Hallo und willkommen in der Steinchenwerkstatt. Ich bin René und wir sind im Review von diesem netten kleinen gelben Monster. Ja, dieses Monster ist von Molking, die 17023. Ja, hier die Anleitung. Er wird allgemeinhin als Pneumatic Bulldozer bezeichnet. Allgemeinhin, weil er wird in verschiedenen Shops verschieden betitelt. Selbst hat Molking hier nichts draufgeschrieben, wie sie ihn nennen. Okay. 3963 Teile Bauspaß bietet er oder Bauhorror, dazu später mehr. Und er kommt zu euch nach Hause mit Power Functions, 4 L-Motoren, 2 M-Motoren, eine 6-Kanal-Akkubox sowie eine proportionale Steuerung. Pneumatik hat er auch drin, allerdings sehr wenig, beschränkt sich auf 2 Zylinderhübe und 2 Pumpen, aber ausreichend. Das Ganze ist verpackt in 8 Tüten. In 8 Bauabschnitte. Ja, und ihr seht, das sind noch die guten alten Zipbeutel und nicht zum Aufreißen, denn das Modell ist auch etwas betagter. Ja, wir schreiben jetzt gerade das Jahr 2023, um genau zu sagen Februar 2023. Und das Modell wurde veröffentlicht im September 2021. Also es hat schon gute 1,5 Jahre auf dem Buckel. Das ist ja, ja doch eine kleine Menge im Klemmbaustein-Universum. Und es ist das Modell, was ihr am meisten an mich herangetragen habt. Ob ich es mir nicht mehr vornehmen kann zum Fehlerfixen, weil es total verbuggt sein soll. Und deswegen ist er hier. Wir führen aber erstmal die harten Fakten fort. Wenn ihr die 3963 Teile plus verklemmt habt, habt ihr letztendlich ja, 3,44 Kilo gelbe Steine hier stehen. Naja, sind ja nicht alle gelb. Nein, aber 3,4 Kilo bringt er auf die Waage. In der Länge bringt er dann, so wie er jetzt gerade hier steht, gute 63, 64 cm. In der Breite haben wir es dann mit guten 29 cm zu tun. Und in der Höhe, das ist der hier, ja, da bringt das auf 37 cm. Ist jetzt alles ein bisschen relativ zu sehen, denn der hat ja Funktionen, ja, also man kann die Schaufel noch ein bisschen senken, dann verlängert sich es vorne noch ein bisschen, hinten den Backarm kann man noch, den Löffelarm noch ausklappen, dann verlängert sich auch nochmal, in der Breite hat er noch Stützen. Ich hoffe, ich denke dran, mir den Zollstock immer mal wieder zur Seite zu legen. So. Ja, und dann habt ihr 8 Tüten vor euch und wenn ihr die alle so verklemmt, wie es Molking euch in der Anleitung suggeriert und vorschreibt und ihr euch peinlichst genau daran haltet, habt ihr 3,4 Kilo Klemmbausteine vor euch stehen, die nichts können. Da mache ich keinem was vor, das ist so. Wenn ihr euch strikt nach Anleitung haltet, habt ihr kein funktionstüchtiges Modell. Aber ich hatte es ja bereits schon gesagt, das ist der Grund, warum ihr es an mich angetragen habt und ich mich jetzt auch nach 1,5 Jahren mal dran gewagt habe, ihn zu fixen. Das Video nennt sich ja Licht und Schatten und das Modell hat ganz viel Licht. Denn ein für Technikfans ein absolutes Träumchen, das muss ich mal so sagen. Über die 6 Motoren, beziehungsweise eigentlich sind es ja nur 5, weil einer wird nur zum Umschalten verwendet, realisiert das Modell 10 Funktionen. Über ein Doppelgetriebe, fantastisch. Fantastisch. Ja? Also Bauspaß hoch 10. Teile von GoBricks werfen ja auch keine Fragen auf. Super, klasse. Deswegen auch für Technikfans ein Top-Modell. Ein Top-Modell. Schatten, ja, er hat ganz viel Schatten. Denn er ist nicht out of the box spielbar. Da habt ihr einen Haufen Klemmbausteine, die so gut wie nichts können oder nur knirschen oder knarzen oder sich irgendwas verabschiedet. Nicht toll, nicht toll. Und das ist jetzt auch so mein größter Kritikpunkt an Molking direkt. Leute, Molking, fixt das Ding. Ich werde euch noch zeigen, mit wie viel wenig Teilen das Ding zu fixen ist, damit es einmal frei funktioniert. Und das jetzt nach 1,5 Jahren, wo er auf dem Markt ist und ihr macht nichts daran. Das ist mal ein Armutszeugnis, muss ich sagen. Er macht Spaß, er macht Laune, er funktioniert. Wenn man denn sage und schreibe, ich glaube es waren 12 Teile oder 19 Teile, ersetzt. Und das war's. Krass, oder? Krass. Echt krass. 19 waren es. 19 Teile muss man austauschen, beziehungsweise teilweise auch nur umstecken, damit er einmal frei funktioniert. Deswegen, ja, viel Licht und Schatten. Kommen wir doch mal zu den grundlegenden Funktionen.
beziehungsweise auch zu den Veränderungen. Ich muss jetzt sagen, ich habe mich jetzt erst nach dem Bau auch ein bisschen die Videos von anderen YouTubern angeguckt, beziehungsweise mich im Lapinboard ein bisschen belesen. Dort gibt es den Olaf, der hat auch schon einiges gefixt, schon vor einem Jahr. Habe ich mir allerdings erst im Nachhinein durchgelesen, denn ich gehe an meine Modelle immer so ran, dass ich sehr unvoreingenommen da rangehe und die Fehler selber finden will und selber fixen will. Das ist einfach so eine Eigenart von mir. Und deswegen spoilere ich mich da vorher nicht, was denn die Fehlerfixung anbetrifft, was andere da schon gemacht haben. Das hole ich mir dann auch erst, wenn ich an meine Grenzen stoße. Was bei diesem Modell nicht der Fall war. Aber für alle Interessierten, ich werde auch unten im Video Lapinboard verlinken. Müsst ihr euch allerdings anmelden und registrieren, um da mitlesen zu können. Aber es ist immer eine sehr gute Quelle, wenn man sich für Klemmbausteine interessiert oder für Fixung der Fehler oder Veränderungen. Ja, und dieser Olaf, ich nehme es mal gleich vorweg, der hat sich einige Gedanken um das Modell gemacht, teilweise ganz anders als ich, aber auch sehr interessant. Und das bringt mich jetzt auch schon wieder zu dem Thema, ja, Moltking hat Scheiße gebaut. Es gibt so viele Lösungswege, Ansatzwege, um das Teil ordentlich bespielbar zu bekommen. Und die machen gar nichts? Traurig. Das ist echt traurig bei diesem Modell. Denn Olaf hat zum Beispiel eine etwas andere Umschaltung gewählt als ich hier beim Getriebe innen drin. Er hat noch zusätzlich zwei L-Motoren eingesetzt, damit er flüssiger läuft. Und diverse andere Fixes hat er auch noch gemacht. Schaut mal rein, lest es euch durch. Link ist unten in der Videobeschreibung. Aber dann kommen wir nochmal zu dem Modell, was ich jetzt so gefixt habe und was ich gefixt habe. Also zum einen, nach so Olaf hat sich auch die Akkubox nach oben gesetzt. Ich finde es aber gut, dass die unten ist, weil man kann ihn sehr gut handeln, man kann ihn sehr gut angreifen und da fällt nichts ab. Der ist massiv, der ist fest. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, dass die Akkubox unten ist. Ja, 3 Kilo, 3,5 Kilo sind jetzt auch nicht so schwer. Akkubox kurz eingeschaltet. Fernbedienung nur eingeschaltet und der Spaß kann beginnen. So, da sehen wir schon die Schaufel, wie sie sich hebt und auch senkt. Und da war zum Beispiel ein Fehler drin, nämlich, dass bei dem Getriebe mir Zahnräder gefressen worden sind. Ja, hier ist das Originalzahnrad. Das ist mir total gefressen worden. Habe ich mein Geld, okay, René, hast du es vielleicht übertrieben oder so? Zahnrad kurz ausgetauscht in einer knapp einstelligen OP. Und dann das gleiche nochmal. Ja, letztendlich kommt der Fehler dadurch zustande, dass die Frontschaufel wird über vier Aktuatoren angetrieben, wobei zwei immer zusammengeschaltet sind. Also die oberen sind zusammen auf einem Getriebe und die unteren. Aber wenn ihr jetzt nur eine Funktion bedient, bleibt der andere ja stehen. Aber dadurch, dass die Schaufel hier vorne verbunden ist, zieht die dann die Zahnräder mit und dann reißen die Zähne ab. Deswegen, den Fehler konnte ich fixen, indem ich ganz einfach, der war nämlich ursprünglich angedacht mit einem 20er Zahnrad und einem 12er Zahnrad. Die habe ich ganz kurzerhand mal ausgetauscht gegen ein Rutschkupplungszahnrad sowie ein 8er Zahnrad. Und schon kann sich der Arm hier bewegen. Durch das Rutschkupplungszahnrad kann die Achse sich auch weiter drehen, obwohl die Zähne stillstehen. So, dadurch habe ich den Fehler gefixt und wie ihr seht, ich kann die Schaufel jetzt ganz hochfahren. Ja, die bewegt sich noch ein bisschen mit, aber durch das Rutschkupplungszahnrad reiße ich jetzt keine Zähnchen mehr ab. Ich kann beide Funktionen separat voneinander steuern. Ja, also klappt. Wunderbar. So, da kann man auch die Schaufel abkippen. Ja, er hat jetzt nicht mehr die schnellste Funktion, weil ich habe ja jetzt ein Übersetzungsverhältnis von 1 zu 1,167 gegen einen 1 zu 3er ausgetauscht. Deswegen ist er sehr langsam geworden, was jetzt diese Schaufel anbetrifft, weil die war das grundlegende Problem. Aber es funktioniert. Aber es funktioniert. So. Ja, diese Funktion funktioniert auch sehr gut.
Optisch, mal so ganz nebenbei, während die Schaufel jetzt wieder in ihre Ausgangsstellung fährt. Optisch finde ich, ist er als ein Träumchen. Ein mega, mega geiler Traum. So massiv und doch alles fest und eine geile Optik. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Dann die eine Funktion auch, die er haben muss, klar, fahren. Das passiert, wenn das Getriebe nicht richtig eingekuppelt ist. Ja. Also, er fährt. Drücken wir es mal so aus. Er fährt. Nicht gerade gut. Nicht gerade schnell. Gut, schnell muss er nicht sein. Es ist eine Arbeitsmaschine. Aber er fährt. Dieses Gepolter, dieses Wupp, 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 was ihr hier so seht, das ist dem zu schulden, dem Übersetzungsverhältnis zu schulden. Denn innen drin im Getriebe musste sehr viel mit den geraden Zahnrädern gearbeitet werden und die haben einen höheren Schlupf drin als die etwas abgerundeteren. Noch dazu wird das Ganze auf eine Schnecke übertragen und die Schnecke überträgt das dann erst nach draußen und auch von der Schnecke, die geht nochmal auf ein 24er Zahnrad, was dann nach draußen führt, auf die Ketten. Und auch da ist sehr viel Schlupf drin. Und deswegen jedes Mal muss er quasi diesen Schlupf überwinden, um dann dahin zu kommen. Was ich eben sagte, Olaf hat ja noch zwei weitere Motoren eingebaut. Funktioniert damit auch besser, weil er einfach ein bisschen schneller dreht und der Schlupf schneller überwunden wird. Wenn euch das stört, also mich stört es jetzt so nicht, das finde ich ist ganz okay. Wenn euch das stören sollte und ihr das Modell aber bauen wollt, dann gebe ich euch den guten Tipp, den ich euch eigentlich regelmäßig gebe. Anstatt der zwei Morki-Motoren baut die zwei roten ein. Ich hatte sie schon mal drin, ich hatte das schon mal getestet. Allerdings ist der Umbau ja doch zeitlich sehr aufwendig. Und damit lief er echt super. Echt super. Also das als kleiner Tipp. Wenn ihr Power wollt bei den Motoren, greift zu den roten, kriegt ihr beim Mikuba Store auf AliExpress. Der Link ist ebenfalls unten in der Beschreibung. Es sind meine Lieblingsmotoren, weil sie haben eine sehr gute Drehzahl. Ja, das sind die schnellsten L-Motoren, die ich hier so auf dem Tisch liegen habe. Plus gleichzeitig einem sehr, sehr hohen Drehmoment. Sie haben den höchsten Drehmoment aller meiner L-Motoren. Deswegen die roten Motoren, ein Träumchen. Ein Träumchen. Okay, weiter im Text. Auf der Dora, was wir normalerweise zum Lenken benutzen, auf der Dora-Achse, können wir hier innen drin, wie ihr seht, den Sitz rumdrehen. Und das war auch so ein Fehler. Das hat definitiv nicht funktioniert. Ja, also weder bei anderen YouTuber, die ich gesehen habe, noch bei Olaf, noch bei mir. Denn Morking will einfach so ein Ballzahnrad, habe ich natürlich jetzt nicht hier liegen, mit einem Ballpin umschalten. Da ist das Thema Schlupf auch wieder. Da ist so viel Luft dazwischen, so viel Schlupf, dass er das nur andreht, aber sobald ein Druck auf das Getriebe kommt, springt er wieder in seine Ursprungsstellung zurück und das Getriebe ist rausgeflutscht. Also die Umschaltfunktion. Funktioniert also nicht, denn das Getriebe muss im 45-Grad-Winkel gehalten werden. Zumindest das Ballzahnrad, was ihr durch einen Ballpin antreiben solltet. Nee, ich habe doch hier ist ein Ball. Ja, über dieses kleine Gerätchen solltet ihr das antreiben. Hat nicht funktioniert. Ja, er hat das ein bisschen rumgeschaltet und sobald dann von einer Seite wieder ein bisschen Druck drauf kam durch den Ball auf das Ballzahnrad, ist das wieder in seine Ursprungsstellung zurückgesprungen und ich konnte das Getriebe nicht durchschalten. Sprich, keine Funktion lief. Da bin ich hergegangen und habe einfach, da war eine Zweier Liftarm, der einen Connector in der Mitte über Gummi zusammenhält. Den habe ich getauscht gegen einen Dreier Liftarm. Habe noch weitere Balls dran gemacht, Ballpins, und habe ein weiteres Gummi eingezogen, damit es sich gleichmäßig verzieht. Denn das war auch so ein Fehler, das hat sich das Zweier Zahnrad
in ein Zahnrad reingezogen. War jetzt auch nicht so toll. Deswegen habe ich einen Dreier genommen. Somit liegt das unterhalb des Zahnrads oder direkt plan am Zahnrad dran und kann seinen Dienst verrichten. Noch dazu habe ich Gummis auf die andere Seite gelegt, dass sich das dann auch schön Druck auf die Konnektor in der Mitte ausübt und das Getriebe da hält, wo es halten soll. Und zum besseren Umschalten habe ich mich auch ganz einfach einer Sache bedient. Ich habe mir einen Zweier friktionslosen Pin genommen, habe den Ball rausgenommen. Ja, den Ballpin habe ich rausgenommen. Einen Zweier friktionslosen Pin genommen. Eine kleine einfache Hülse drauf. Und schon hat das Ballzahnrad nämlich auch kein Spiel mehr. Und damit könnt ihr es ganz, ganz präzise durchschalten. Im Nachhinein habe ich dann bei Olaf gelesen auf dem Leppenboard. Er hat das Ganze gelöst über das 20er Zahnrad und das 12er Zahnrad. Lässt sich also noch präziser ansteuern. Geil. Also er hat das eine Ballzahnrad rausgenommen, hat diesen Ballpin rausgenommen. Da, wo der Ballpin ist, hat er das 12er eingesetzt. Wo das Ballzahnrad war, hat er das 24er eingesetzt. Läuft. Sehr, sehr präzise Ansteuerung. Geil. Ja, muss man mal so sagen. Richtig, richtig coole Sache. Ja, und jetzt habe ich das Getriebe quasi auf den Rückwärtsmodus umgeschaltet. Jetzt blickt der Fahrer quasi zurück. Das lässt sich auch sehr gut von oben herab betrachten, damit man auch weiß, in welchem Modus man sich gerade befindet. Finde ich, ist auch eine mega geile Geschichte. Und dann sind wir quasi hinten auf dem hinteren Teil des Bulldozers. So kann ich es, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Hier hat ja Moldking auch einen hier so einen Schwachsinnsfehler eingebaut, nämlich bei der Drehung des Krans. Da soll hier hinter diesem Panel sitzt ein 24er Zahnrad. Und das sollt ihr auf einen Liftarm draufsetzen, wo es sich nicht mehr bewegen kann. Und der Liftarm, hier, den kann man einfach rausnehmen, der hat keinerlei Bewandtnis. Das ist so geil. Also, so ein Schwachsinn. Okay, das ist gefixt. Ansonsten funktioniert der Arm einwandfrei. Da muss ich jetzt nichts weiter dran machen, außer wenn er sich nicht gerade hier an meinem Gestänge verhakt. Was habe ich jetzt abgerissen? Den Auspuff. Ja. Und dann kann man ihn ganz einfach hoch und runter bedienen. Sehr schön. Die Stützen können wir auch ausfahren. Die waren jetzt hier. Die Stützen mal. Nicht der Drehkranz, sondern die Stützen mit dem 24er Zahnrad. Die Stützen. Aber wie ihr seht, funktioniert einmal frei. Ein bisschen hebt das an. Nicht zu viel. Aber das soll er ja auch nicht. Es soll ja eigentlich nur gegen das Kippen helfen. Und nicht gegen eine Abschützung. Ja, also funktioniert tadellos, wie ihr seht. Runter, ein bisschen anheben, dass er fest ist. Dann kann man sie wieder hochfahren. Und wenn sie oben sind, auch wieder runterfahren. Also, Funktion gegeben. Funktioniert sehr gut. Ein paar Worte zum Kabelmanagement vielleicht. Da lässt uns Smoking eigentlich auch auf ganzer Linie mal wieder im Stich. Ganz am Schluss sagen sie, wir sollen auch die ganzen Kabel unter dem Modell anlegen und offen liegen lassen. Meins, nicht so meins. Ihr wisst ja, ich habe so mit Kabelmanagement, ich habe das gerne versteckt. Aber das Modell hat genügend Platz. Innen drin muss man eine kleine Brücke setzen, damit das nicht in die Zahnräder kommt. Aber ansonsten sieht es dann von unten auch so aus. Ja, wie ihr seht, da läuft nur ein Kabel lang. Das kann man nicht mehr so ganz im Inneren verstecken, weil das hier hinten von dem Arm herkommt. Klasse. Also, das schafft auch ein Anfänger, die Kabel da zu verlegen. Schlauchmanagement, ja, Moldking gibt eine gewisse Länge an, die reicht auch aus, die ist viel zu lang. Schneidet es einfach ab und verlegt es euch schön. Ja, hier und da ein Konnektor drunter, habe ich auch gemacht. Hier oben noch ein paar Konnektor rein, dass es ein bisschen schöner aussieht. Das ist kein Hexenwerk. Und wir haben nur 4 Schläuche. Deswegen 5 Ansteuerung von den Pumpen, 5, 6. Ja, und dann wollt ihr den Baggerarm sehen, dass der auch was tut. Und der Mechanismus, wie die Pumpen angetrieben werden im Inneren,
Den fand ich auch zu Anfang mega geil, mega tricky und da habe ich eigentlich auch nichts dran verändert. Ja, habe euch auch noch kleine Tipps gegeben, wie ihr eure Pneumat generell ein bisschen tunen könnt mit Silikonspray. Das ist sowas Generelles bei Pneumatic. Aber auch, dass wir den Pneumatic-Mechanismus allgemein steuern können, ist eine mega geile, ausgefeilte Technik, die sich hier Molking hat einfallen lassen oder der Designer hat einfallen lassen. Übrigens Eigenkreation von Molking. Denn wir kommen von dem Antriebsmotor über eine Welle, treiben dadurch zum einen die Pumpen an, aber zum anderen auch gleichzeitig den Switch-Umschalter für die Pumpen, wo sie gerade ihre Luft hinströmen sollen, ob in den grauen Schlauch oder in den schwarzen Schlauch. Das Ganze wird dann getrennt durch auch ein Rutschkupplungszahnrad. Mega geil. Grundlegend richtig gut. Ja, und ihr seht, es funktioniert auch tadellos. Dass das so langsam geht, ist auch wieder den Motoren zu schulden. Deswegen auch, wie gesagt, der Tipp, baut zwei rote L-Motoren ein, weil das sind die gleichen Motoren, die für den Antrieb dienen. Also habt ihr quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn ihr auf die roten L-Motoren geht. Habt ihr ein bisschen mehr Power drin, ein bisschen mehr Drehzahl drin. Und es macht die ganze Sache ein bisschen geschmeidiger. Aber bei den Pumpen hatte ich dann auch ein Problem, was auch den Motoren zu schulden ist. Zum einen bin ich ganz am Anfang von vornherein darauf eingegangen. Die Pumpen werden normalerweise über zwei L-Liftarme angetrieben mit friktionslosen Pin. Die habe ich von Anfang an schon mal rausgeschmissen und habe mir das eingebaut, wie ich es aus allen, wirklich allen anderen Pneumatic-Sets so kenne. Nämlich einen 2er halben Liftarm mit den zwei Kreuzaufnahmen, eine 2er Achse oben rein und dass die Hauptwelle von der Pumpe dort befestigt wird. Hat nämlich den Vorteil, dass wir dann auf die Achse, die vom Modell kommt, einen kleinen Basch draufsetzen und das Ganze ein bisschen einfacher und geschmeidiger läuft, weil es nirgendwo Reibung hat. Und das war dann auch mein Glück, wie sich herausstellen sollte. Denn meine Motoren haben versagt. Meine zwei L-Motoren haben versagt, beziehungsweise einer von den beiden. Überlastschutz, keine Ahnung warum, er hat einfach aufgehört. Man war mitten am Pumpen drin und hat aufgehört. Ja klar, er muss jedes Mal über das Rutschkupplungszahnrad, das muss er jedes Mal mit antreiben, obwohl die Zähne stillstehen und da hat er einen höheren Kraftaufwand. Und dadurch hat er dann nicht mehr geschafft, die Pumpe anzutreiben, denn er kam quasi vom Motor, wurde erst übersetzt, dann wurde er einfach nur wieder untersetzt und dann nur umgesetzt auf die Pumpe. Ja, ihr merkt schon, technisch sehr komplex das Ding. Und bei der letzten Umsetzung, das war dann eine 1:1 Umsetzung, da hat er keine Kraft mehr gehabt. Durch die Übersetzung vorne hat er so viel verloren, dass er es hinten nicht mehr rausholen konnte. Deswegen habe ich dem Modell dann ein bisschen beholfen. Die Teile, die ich oben rausgenommen habe, um den Fehler hier zu fixen, mit der Schaufel vorne. Ja, sprich, da habe ich ja ein 20er und ein 12er rausgenommen und habe dafür ja ein Rutschkupplungszahnrad und ein 8er eingesetzt. Und dann hatte ich die übrig. Und die habe ich dann unten einfach wieder eingesetzt. Habe dort die 2/16er, die 1:1 Übersetzung herausgenommen. Und habe die ich hier oben rausgenommen habe, unten eingesetzt. In einer Untersetzung. Ja, sprich, ich habe jetzt unten eine Untersetzung drin von 1:1,67. Und siehe da, der Motor schafft es jetzt auch. Auch der Molking-Motor schafft es jetzt, die Pumpen weiterhin zu bedienen. Und somit habe ich jetzt ein voll funktionsfähiges Modell hier stehen. Und alle Fehler sind gefixt. Kleiner Schönheitsfehler noch. Ist hier hinten bei der Turmdrehung ein großes Zahnrad. Das kann man noch ganz getrost durch ein kleineres ersetzen. Das ist kein Thema. Und dann kann man den Turm noch besser handeln. So, alle Teile, die ich jetzt so hier eingebaut habe. Apropos, jetzt können wir mal die Größe messen. Haha, ich denke mal dran. Ist das nicht cool?
So, senken wir den mal ein bisschen ab. So ist er, glaube ich, in der längsten Position ungefähr. Ja. In dieser Länge haben wir es dann mit, ja, da liege ich an, ja, 1,3 Meter zu tun. 1,3 Meter. Und wenn wir das große Stück jetzt aufrichten, haben wir dann am höchsten Punkt, na, komm her, 47 cm. Und in, ach so, Breite mit den Stützen. Boah, Hilfe. Jetzt erschlage ich mich hier selbst mit der Schaufel, mit dem Löffel. 40 cm, 39 cm in der Breite, wenn die Stützen ausgefahren sind. So. Ich blende gerade mal ein, wie viele Teile ich bereinigt, ersetzt habe. Ja, also das sind die Teile, die ich zusätzlich eingebaut habe. 19 Stück an der Zahl. Ist der Wahnsinn, oder? Das kann man, wie gesagt, noch reduzieren, wenn man die Umschaltung des Getriebes nicht wie ich mit einem friktionslosen Pin macht, sondern noch mit zwei Zahnrädern. Dann reduziert man die ganze Sache noch weiter. Und deswegen muss ich sagen, ja, Armutszeugnis für Molking, da sie da nicht weitergemacht haben. Denn, wie ich finde, ein sehr schönes Modell. So, ich fahre nur mal wieder in Ausgangsstellung zurück. Upsala, so rum. Das ist der Aktuator, der anschlägt. Deswegen, das ist jetzt kein Fehler, das ist normal. So, nein, ich will doch drehen. So, die Stützen heben wir uns auch wieder an. Upsala, da kommt er so nicht durch. Fantastisch. Also, eine händische Funktion haben wir noch. Die ist, finde ich, auch ja, sehr schnuffig. Nämlich eine Leiter. Ja, hier neben haben wir einen kleinen Widerhaken. Den setzen wir zur Seite. Und haben dann eine Leiter, dass wir hochgehen können. Nett. So wie auch das Führerhaus hat zwei Türen dran. Auch sehr nett. Und die Motorhaube lässt sich auch... Upsala, jetzt reiße ich hier die Leiter ab. Die Leiter hängt nur an einer Zweier Achse, deswegen die ist nicht ganz so fest. Ja, und die Motorhaube können wir auch noch ganz easy öffnen und auf die Motoren blicken. Die Auspuffrohre kann man abreißen, mache ich immer sehr gerne. Und dann kommen wir noch mal zum Fazit. Fazit: Für wen ist das Modell geeignet? Und da bin ich jetzt ja, müssen wir mal sehr, sehr differenziert rangehen. Für Leute, die out of the box spielen wollen. Nein, vergisst es. Nicht möglich. Nicht möglich. Ist es ein Grund, jetzt das Modell deswegen zu verreißen? Nicht für mich. Nicht für mich. Ist das Modell was für Anfänger? Bedingt. Für Anfänger, die sich was zutrauen, die ein bisschen technisches Verständnis haben, und ein gewisses Teilesortiment schon zu Hause haben. Ja. Die können sich durchaus daran wagen. Weil ihr seht ja, man braucht nicht viele Teile. Es ist sehr einfach zu fixen. Aber man braucht Geduld. Ist das Ding was für Technikfans? Auf jeden Fall. Denn Technikfans sollten ja auch dieses Verständnis mitbringen, dass sie diese minimalen, aber entscheidenden Fehler fixen können. Ja, es sind wirklich nur, ihr habt es gesehen, minimale Veränderungen, die ich vorgenommen habe, mit einer sehr großen Wirkung. Deswegen, ja, Technik-Freaks, die auch das technische Verständnis haben, für die ist das Modell durchaus geeignet und empfehlenswert. Nicht zuletzt auch, er ist ein geiler Teilespender. Allein durch das Doppelgetriebe da drin, was ihr da an Zahnrädern bekommt. Ganzer Haufen Liftarme innen drin, alles schön recht farbneutral, ja, also keine wilden Farben drin, sondern innen drin, ihr seht ja, ist meistens alles sehr einheitlich gehalten, alles in Gelb. Beziehungsweise wir haben auch sehr viel Schwarz dabei. Ein bisschen Pneumatik ist dabei. Also auch als Teilespender ist er durchaus zu empfehlen. Wenn man denn Gelb mag. Ja, muss man mal so sagen, wenn man denn Gelb mag. Weil für mich würde er jetzt als Teilespender nicht so in Frage kommen.
Für mich persönlich, meine Meinung, weil ich baue nicht so viele gelbe Modelle. Schlicht und ergreifend. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende von diesem Video. Ich glaube, ich habe jetzt lang genug erzählt, lang genug gebabbelt. Viel Wiederholung, wenn ihr die Bauvideos gesehen habt. Aber so ist das eben Review, ein Rückblick, ne? Fehler gefixt. Ich hoffe, alle, die die Fixung wollten, sind zufrieden. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ich noch was vergessen habe oder nicht. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, in diesem Sinne, schickt mir euren nächsten Pflegefall. Einen habe ich zwar noch unter dem Tisch stehen, aber schreibt mir mal die nächsten Pflegefälle in die Kommentare unten rein, um was ich mich noch so kümmern soll. Und dann mache ich das. Ja, also, bleibt schön gesund da draußen. Klemmt was Feines und bis bald.